Ich bereite hier einen Boden vor für einen Design-Bodenbelag, den wir schwimmend verlegen. Als allererstes werde ich hier den Boden schleifen, grundieren. Abgesaugt habe ich ihn natürlich auch schon, aber jetzt nach dem Grundieren kommt erstmal das Aufflexen dieser ganzen Risse, die ich jetzt hier verharze, mit einem zweikomponentigen Material mit Quarzsand abstreuen und dann kann das Ganze trocknen. In der Zeit werde ich am Rand eine Schallbrücke mit Schaum herstellen. Und nachdem ich jetzt den Quarz dann abgesaugt und grundiert habe, geht es an das Ausnivellieren dieses Raumes. Der Raum hat 25 Quadratmeter. Ich brauche dafür 6 Sack, sprich 150 Kilo, um eine Schichtdicke von 5 mm zu haben. Hier bin ich auch schon dabei, den Designbodenbelag schwimmend zu verlegen. Sockelleisten werden zugesägt, mit dem Prebener Kartuschennagler angebracht. Und dann ist der ganze Raum richtig schön und die Kaminwand natürlich auch.